Jetzt sind wir hier vor Gibraltar. Jawohl, gestern sind wir angekommen. Und jetzt schauen wir uns mal den Felsen, die Affen und die Briten an. Ja, genau. In der Reihenfolge, oder? Zuerst müssen wir über die Grenze kommen. Ja, genau. Wir stehen jetzt hier direkt bei der Marina. In, wie heißt das hier? San Linea ist das. Also direkt an der Grenze, der Stellplatz. Auf jeden Fall wunderbar gelegen, ja. an der Marina und für genügend Wohnmobile Platz. Also als Radfahrer ist mir kein Fußgänger. Nein, deshalb sind wir aber auf der Straße gefahren. Und da haben uns durch die Autos durchgeschlängelt, weil sonst hätten wir ewig gewartet. Also ob es hier einen richtigen Weg gibt für Radler? Die Ursi war sie unsicher, weil sie ist mir noch brav nachgefahren. Naja, wie immer halt, oder? Und jetzt sind wir durch und das Ganze fängt schon mal gut an, weil die Briten, die waren extrem freundlich, oder? Ja, aber zuerst wurden wir von den Spaniern, die wollten unser Ausweis sehen. Und jetzt nochmal die Briten auch 10 Meter weiter hinten dran. Aber beide und total hat uns dann gleich auf Deutsch begrüßt, wir gesehen haben, dass wir Deutsche sind. Es fängt schon mal gut an. Ja, genau. Er hat uns auf jeden Fall viel Spaß gewünscht. Jawohl. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf den Affenberg zu kommen. Wir haben uns für die Seilbahn entschieden. Also wir sind ja erst kurz da oben, aber es ist hochinteressant. Alleine schon die Aussicht ist ihr Geld wert. Also Gibraltar hat ungefähr so 35.000 Einwohner und man denkt es, dass der Felsen so klein ist, aber der ist ganz schön groß, oder? Oh ja, da fährt man mit Fahrrad ganz schön durch. In der Stadt gibt es auch, da wollen wir auch noch reinschauen. Und die Geschichte zu Gibraltar, das heißt ja, wenn der letzte Affe verschwunden ist, dann verliert Großbritannien Gibraltar. Aber das ist nur eine Mär, das ist nicht wahr. Nach dem Erbfolgekrieg der Spanier im 18. Jahrhundert hat sich wohl die Briten dieses Gibraltar, diesen Felsen unter den Nagel gerissen und geben ihn nicht mehr her. Und die Spanier wollten ihn schon haben, also alle wollen den Felsen wieder haben. Das ist klar, strategisch natürlich 1A-Lage. Und jetzt natürlich auch touristisch kann das ausgenutzt werden. Die Briten geben die nie mehr her, die wären ja doof, oder? Also auf jeden Fall, es ist eine einmalige Aussicht da und es ist ein Erlebnis, auf einmal in Südspanien, in Großbritannien zu sein. Ja, hat schon was, ja.
ein geduldiger Affe. An der Seilbahn wird man übrigens darauf hingewiesen, dass man den Rucksack nach vorne tragen sollte, und zwar wegen den Affen. So, jetzt kommt der Skywalk. Und jetzt schauen wir mal die Ussi. Erstmal, komm Ussi, geh mal du. Ja, ich lauf mal die Kamera. Schon. Und dann kommst du zurück. Kannst du nach unten schauen? Ja, ist kein Problem. Dann schaue ich mal. Oh, es geht. Gar nicht so schlimm. Kann man machen. Komm, wir gehen da hoch. Ja. Da ist noch eine Aussichtsplattform, da gehen wir jetzt hoch. Ja, also kann man machen. Auch für Ängstliche machbar. Der Ossi? Kein Problem. Ja, die Ossi hat sonst so kein Problem bei sowas. Also windstill ist und ein super Wetter, das macht echt Laune. Irgendwann wurde es mir zu dumm, mit dem Rucksack vorne zu tragen, und ich nahm ihn nach hinten, setzte mich auf diese Bank. Natürlich war da noch kein Affe. Auf einmal merkte ich, wie der Reißverschluss aufging und die Leute neben mir alle schrien. Und so bemerkte ich, dass der Affe meinen Rucksack geöffnet hat und meine Jacke schon herausgeholt hatte. Die Affen lassen sich übrigens problemlos filmen, man kann sich auch neben sie stellen, aber wenn man ihnen dann doch zu nahe kommt, so wie ich in diesem Falle,
dann reagieren sie durchaus ungehalten. Nach dem Besuch des Affenberges machten wir uns mit dem Fahrrad auf den Weg zum Europa Point und hier erstmal einen kleinen Zwischenstopp. Offensichtlich die öffentliche bzw. ehemalige öffentliche Badeanstalt von Gibraltar. Jetzt geht's rein in den Tunnel. Einer von vier Tunnels, die man durchfährt, wenn man Gibraltar umrundet.
Bei den nächsten Tunnels waren wir dann übrigens nicht mehr so sorglos. Da sind wir nur noch mit eingeschaltetem Licht durchgefahren. Allerdings war das jetzt auch der einzige Tunnel mit einer Spur extra für Fußgänger und für Radfahrer. Jetzt sind wir an der Straße von Gibraltar. Ja, am Europapunkt. Und wenn ihr jetzt ganz, ganz, ganz scharfe Augen habt und ganz genau schaut, da hinten, da, könnt ihr sehen, da, da liegt Marokko, Afrika. Ist heute etwas diesig, also ja. Die lassen umsonst keine Wohnmobil rein, da ist nur dunstig da drüben. Ne, es ist herrlich hier und es ist sogar richtig angenehm, gell? Also, das ist, Gibraltar ist ein echtes Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Ja, hat man nicht alle Tage an dem Felsen. Ja. Also, alles so um den Felsen rumgebaut. Für mich ist das das Highlight unserer Reise. Oh, wir haben schon einige Highlights, merke ich das. Ja, aber Gibraltar ist schon super. Ja, also, da wolltest du schon lange mal hin. Ah ja, ja. So, mal intensiv also nach Gibraltar rein. Und jetzt fahren wir noch gar nicht in der Innenstadt, die schauen wir uns natürlich auch noch an. Und vielleicht kriegen wir noch was Leckeres zu essen. Die Briten sind doch bekannt für ihre leckere Küche, oder? Naja, Fisch und Chips, das kriegen wir bestimmt. Schauen wir mal, ist ja wunderbar. Kann man nur empfehlen, sowas. Lohnt sich schon, daher zu kommen. So, jetzt sind wir direkt am Marktplatz in Gibraltar. Und das war jetzt abenteuerlich. Wir sind nämlich um den ganzen Felsen rumgefahren. Auf der anderen Seite, da war es ziemlich frisch. Ja, jetzt habe ich mal meine Jacke. Und durch vier Tunnel durch. Oh ja, und die waren ganz schön. Solche Tunnel habe ich ja ewig nicht mehr gesehen, sowas. Ich glaube, du hast es gefilmt, oder? Vielleicht einen habe ich gefilmt, ja, dann die Kamera einschalten, mal schauen, was vorne ist. Ja, gerade der letzte wahrscheinlich, oder? Also das sieht hier richtig lecker aus und die britischen kulinarischen Köstlichkeiten werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. Ja, da bin ich ja gespannt. Schlechter als in Spanien kann es nicht werden. Katastrophe, sage ich ja nur. Also wenn wir jetzt noch was Gescheites zum Essen kriegen, da war es bis jetzt ein rundum gelungener Tag, ein Ausflug, wie er ganz selten ist, oder? Ja, wie man sich einen schönen Ausflug vorstellt, den Urlaubstag. Aber jetzt warten wir erstmal das Essen ab, weil wir sind ja da auch schon enttäuscht worden. Noch ist ja guter Laune.
Jetzt hast du aber schwer gewackelt mit der Kamera. Ich hält sie aus. Ich glaube, jetzt hat er sogar ein Pint-Bier bestellt. Ein großes auf jeden Fall. Zurück geht es natürlich auch wieder mit dem Fahrrad. Für uns übrigens die angenehmste Form, vom Stellplatz auf nach Gibraltar zu fahren, ist mit dem Fahrrad. Man kann das Ganze auch fußläufig machen, sollte allerdings berücksichtigen, dass auch Strecken in Gibraltar zu bewältigen sind, wenngleich ein öffentliches Bussystem zur Verfügung steht, mit dem man sogar um den Felsen herumfahren kann. Selbstverständlich kann man natürlich auch Taxis benutzen. Jedes Mal muss man natürlich die Grenzbedingungen einhalten, das heißt seinen Personalausweis oder Reisepassport zeigen. Aber wir haben nur sehr, sehr freundliche Zöllner erlebt, sei es Spanier oder auch Briten. Da sind wir jetzt an der Grenzstadt zu Gibraltar. Ja. Wie sie heißt, das wissen wir nicht. Das ist aber schreiben nicht. Wir mal unter rein. Das ist nämlich so ein langer Name. Mit Linnea heißt es irgendwas. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist der Stellplatz. Da zeigen wir euch noch ein paar Bilder. Da stehen nicht nur ein Haufen Schiffe im Wasser, sondern auch ein Haufen Wohnmobile, also Straßenschiffe am Parkplatz. Und man steht da eigentlich ganz toll, ist sehr ruhig nachts. Ja, ja. Also, und natürlich tagsüber Stellplatz kommen und gehen, ist ganz klar. Ja, ist klar, liegt ja auch ideal und es ist ja halt der Stellplatz, um Gibraltar zu besichtigen und nicht um Urlaub zu machen. Mittlerweile kennt ihr ja den Fahrradweg nach Gibraltar. Wir fahren jetzt nochmal mit euch gemeinsam darüber, denn wir fahren jetzt unmittelbar durch bis zur Innenstadt, denn wir haben uns vorgenommen, nochmals für Fish and Chips nach Gibraltar zu fahren. An einem Sonntag oder Feiertag ist es natürlich verkehrsmäßig etwas unproblematischer als an einem Werktag. Wir möchten euch jetzt einfach mal die Strecke zeigen vom Grenzübergang in die Innenstadt von Gibraltar. Jetzt passieren wir das Flugfeld. Das Flugfeld wird immer abgesperrt für den durchlaufenden Verkehr, wenn eine Maschine landet oder startet, was dann immer eine mehrminütige Prozedur ist. Die Absperrung erfolgt durch die örtliche Polizeibehörde. Diese Fahrt sieht etwas einfacher aus, als es wir sonst erlebt haben.
die wir dann nicht gefilmt haben. Aber im Moment ist sehr, sehr wenig Verkehr. Wir sind also diese Straße auch schon bei deutlich dichterem Verkehr, vor allen Dingen auch Schwerlastverkehr, gefahren. Aber Gefahrensituation hat sich nach unserer Einschätzung keine dargestellt. Gleich kommen wir an dem Platz an, an dem man seine Fahrräder gut abstellen kann. Durch ein Tor kommt man an den Hauptplatz von Gibraltar in der Innenstadt. Dort gibt es sehr, sehr viele Restaurants, die in der Regel fast alle Fish and Chips anbieten. Wir waren dreimal in Gibraltar essen, zweimal davon Fish and Chips. Es war jedes Mal sehr, sehr lecker. Chips, very British and very good. Very, very good, yeah. Unser letzter Besuchstag in Gibraltar führte uns dann nochmals an die Ostseite. Das war ein normaler Werktag bzw. Arbeitstag. Und hier kann man erkennen, dass schon wesentlich mehr Schwerlastverkehr unterwegs gewesen ist. Souvenir. So, jetzt war es jetzt aus Gibraltar.
Und jetzt stehen wir hier an einem von mehreren Stränden, die es hier auf Gibraltar gibt, Sandstrand. Das ist die Ostseite, ziemlich nordöstlich stehen wir jetzt hier. Ja. Und es scheint mir alles ein bisschen künstlich angelegt sein. Da oben sind die Felsen, da wo wir waren, bei den Affen. Das war jetzt, glaube ich, ein wenig schnell gedreht. Ja. So schnell kann gar keiner schauen. Ich habe sie noch zusätzlich aufgenommen, die blende ich noch ein. Aber halt nochmal. So, da sind die Felsen. Da waren wir bei den Affen. Aha. Und die Felsen, die sind alle mit Höhlengängen und Tunnels versehen. Also wir sind da mit dem Fahrrad durchgefahren. Sogar ist ein relativ langer Tunnel dabei. Da wird es dann ein bisschen schwindelig, auch wenn man nur 30 fahren darf. Aber die sind alle schneller unterwegs. Oh, das sind schon normal. Das empfindet man nur so. Aber wenn wir jetzt gerade sagen von Tunnels, ja, mit dem Fahrrad auf Gibraltar. Hallo Leute, das ist ein Erlebnis, ja? Ja. Also mal schauen, ob ich das noch heil überlebt. Zumal, wenn man im Helle hinten nachfährt. Ah, ja. Ja, der macht es schon wie die Einheimische. Weil, wisst ihr, am Anfang sind wir ja ganz brav hinter die Autos gestanden und Auto für Auto vorbeigefahren. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, Mann, die fahren kreuz und quer durch die Autos durch. Muss sie durchschlängeln. Ach, und okay, das haben wir dann auch gemacht und haben uns durchgeschlängelt bis zum Zoll und alles. Und das ist natürlich hochinteressant, ja. Ausweis zeige, ist mir ja gar nicht mehr gewohnt. Und dann gleich zweimal, einmal die Spanier, einmal die Engländer. Also ist schon krass. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Und dann Fisch und Chips essen, ja. War lecker. Waren wir auch mehrmals, zweimal, ja. Und also es war ganz, ganz tolle Tage waren das da. Und wir können euch das nur ans Herz legen, Gibraltar ist super interessant mit Krematorium, mit Moschee, mit christlichen Kirchen, alles ist da, ja. Klasse, gibt's. Ja. Also es ist wirklich so ein kleines Land. Da gab es ja auch mal Unabhängigkeitsabstimmungen, das heißt eine Abstimmung, ob sie nach Spanien wollen oder in England bleiben wollen. Und ja, haben sich der Großteil für England entschieden, wobei herauskam, dass also manche Gibraltarer gerne unabhängig wären. Ja, ja, aber das wird es nicht werden. Nee. Die Engländer geben das nie mehr auf, die werden ja blöd. So ein edles Stück Europa, ja, gibt man noch nicht mehr ab. Ist ein Felsen mit Häusern ringsherum. Ja. Und vor allen Dingen, man muss eins sagen, das Klima ist ganz super, ja, aber windig manchmal. Ja, klar. Aber jetzt im Februar wunderbar. Mediterran und, halt. Ja, und dann sind natürlich die Engländer auch eine Bereicherung hier in Gibraltar. Also, wenn man da reinkommt und auf einmal ist alles britisch und dann auch die britische Höflichkeit. Ja, also das muss man echt sagen. Hier wird überhaupt so gut wie nie gehupt. Ja, also ganz klasse. Mit was ich ein wenig Probleme hatte, das war mit diesen Vorfahrtsregeln. Also ob ich da immer genau richtig gefahren bin. Bin halt einfach im Helle hinten nachgerast. Ja, da war schon richtig. Ja. Aber es hat nie irgendjemand gehupt. Ich habe das auch ganz, ganz wenig mitbekommen. Die haben sofort angehalten und einem durchlassen. Ja, ja. Also muss man lassen. Britische Gelassenheit spürt man hier schon in Gibraltar. Britische Freundlichkeit, also ganz, ganz groß. Für mich war das auf jeden Fall das Highlight dieser Reise. Und dass ich das jetzt einmal richtig ausgiebig genießen konnte. Wir waren dreimal herinnen, also nicht immer mit Kameras, ja. Nee. Aber dreimal waren wir herinnen. Und haben die ganze Insel umrundet mit den Fahrrädern. Und es war wirklich ein tolles Erlebnis. Können wir euch nur ans Herz legen. Auch der Stellplatz ist in Ordnung. Ja. Kostet 12,50 Euro. Die Versorgung, die ist okay. Ja, die kann man schon verwenden. Und man kann auch schön am Wasser stehen. Ist ruhig, alles eben. Also kann man überhaupt nichts Negatives sagen. Nee, aber wie gesagt, der Stellplatz ist in Spanien drüber, also auf dem ist klar. Spanischen Land. Das nicht, dass einer, nachher kommt einer und sucht vergebens hier einen Stellplatz auf Gibraltar. Also ich glaube, da gibt es keiner, also habe ich nichts gesehen. Nein, da gibt es nichts. Also Wohnmobile sind auch nicht so richtig begeistert aufgenommen, weil es ist ja schon ein bisschen eng. Alles eng und auch die Tunnel, so groß sind die ja gar nicht. Also, naja, Wohnmobil passt schon durch. Aber nicht bei allen. Aber es ist besser, ihr bleibt da drüben und geht zu Fuß rüber, beziehungsweise mit Fahrrad. Ja, das geht wunderbar. Macht halt die Lebensversicherung vorher noch. Ja, also in dem Fall würde ich sagen. Ja, das war's dann jetzt hier von Gibraltar. Verabschieden wir uns von Gibraltar. Unsere Reise geht weiter. Und wir freuen uns über die vielen Kommentare, die ihr uns schreibt und die vielen Aufrufe. Das gefällt uns, dass so viele dabei sind, die uns verfolgen. Und wir hoffen, ihr bleibt uns weiter treu.
Und euch hat auch dieser Teil unserer Reise wieder gefallen. Und wir melden uns dann wieder vom nächsten. Ja, aus Spanien halt wieder. Ja, klar. Gibt halt da das Ende. Ja, also dann. Ciao. Und nicht vergesse. Und ja, tschüss. Tschüss.